Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect im neuen Jahr. Naja, glaube für euch wird es heute Donnerstag sein. Aber ich ist gerade der erste, wenn ich es aufnehme. Was wollen wir denn machen? Hier werden noch ein paar Nebenmissionen, ne? Der Fan, der ist mir egal. Ungewöhnliche Signale. Begeben sich in das Hydra-System des Argos-Roh-Clusters und starten sie eine Untersuchung. Ja, komm, machen wir mal. Argotro-Cluster und Hydra-System. Voilà, Moment, Moment. Argos-Ro. Und Hydra. Oh, und hier ist so eine Station. Und das ist sehr laut, ne? So, und hier soll irgendwas sein. Warte mal, ich muss mal ganz kurz vorher. Erst auf der Karte ist das mega laut, der Sound, ne? Aber hier. Ich mach den mal auf 65. Hat. Jawohl, danke. So muss er einen nicht ohne Abfall nehmen. War Malus. Hier schon mal nicht. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Allgemeiner Notruf. Medizinischer Transporter Sacred Angel. Kritisches Systemversagen. Verlieren Energie. Notlandung. Argos Rot. Wiederhole. Argos Rot. Ah, da gibt es Kommunikation fällt aus. Lebenserhaltung. Notfalltransponder. Fällt aus. Bitte beeilen Sie sich. Medkos. Mhm. Schauen wir uns an. Wir werden dann. Und wir nehmen mit Tali und ihn. Oder? Birdnot? Nee, komm, wir nehmen. Lass uns so. Raus mit dem Marco. Dann zeig mal her, wir sind da. Da ist eine Anomalie, da ist ein Trümmer und da ist das Transponder-Signal. Haben wir hier so einen Halbkreis. Ja, schon dabei sind, ne? Huch. Und mir fällt auf, ich vergesse mir die Uhr zu stellen. Naja. Nicht so wild. Na komm. Ach, ich wünsche, man könnte diesen Marco aufrüsten, dass er irgendwie, was weiß ich, hier längere Drüsen hat, dass man mehr schweben kann oder schneller fahren oder keine Ahnung. Autonavi. Was haben wir hier? Turianische Leiche. Ein Artefakt, dankeschön. Turianische Insignien. Müssen auch bald alle haben, ne? Und dann noch schnell zu den Trümmern. Komm schon. Oh, so ein paar Steuerdüsen, das wäre was für das Viech, dass man seine Luft wieder stabilisieren kann. Manchmal, wenn man fliegt, dann fliegt man recht doof. Na gut, als Wunschdenken. Ich gehe erst am zweiten Teil, ich weiß es nicht. Oder im dritten. Jawohl. Da vorne hier so ein Maulwurf, weißt du? Jetzt mach ich einfach hier quer durch den Berg graben und fertig. Das wäre auch was Tolles. Na los, komm, du schaffst es.
Nein, mein rechtes Vorderrad ist beschädigt. Nein, Pech gehabt. Bergen. Hier ist das war gut durch. EC-Interface und Krümelmunition. Naja. Nichts, was wir jetzt unbedingt brauchen, aber was soll's. Erfahrung. Ach, na toll. Das meine ich hier, wenn man vom Berg quasi abprallt. Naja. Mein gutes Auto fahren können mit nur noch 5 Rädern. Wobei, es leuchtet nur rot, aber es ist noch dran. Na klar. So, dem Hügel muss es sein. Und da sind auch Mineralien, sehe ich. Auch sehr cool. Offenbar kommt das Signal aus diesem Wrack. Vorsicht, Commander. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Nicht nur du. Geht! Das ist eine Falle! Wow, wow, wow. Aha, daneben. Oh. Und nicht auf den einen. Das eine Rad. Das ist doch eh schon beschädigt. So, der ist weg. Raketendrohnen, den mache ich auch sehr gerne. Autsch. Noch der Läufer dahin. Ach, das war zu viel. Mir hat gepasst, okay. So. Das war's. Will noch wer was? Nee. Anti-Fahrzeugmine? Hm. Ah ja, wäre ich da reingefahren, wenn wir. Mal Schaden genommen. Na gut. Oder so. Einfach vorbeifährt auch. Na, das war ja einfach. Nehmen wir noch schnell die hier mit, ne? Und dann können wir schon wieder gehen. Mineralien. Seltenes Element entdeckt. Sie haben ein großes Thorium-Vorkommen entdeckt. Bringt immerhin 5.500. Ja, Zielort. Log-Transmitter. Netter Versuch. Okay, das war Midgoss. Haben wir hier noch irgendwas? Denn. Eigentlich. Aber wegen was anderem hier, oder? Genau. Kann rum. Turianische Insignien gefunden. Aha. Okay. Was haben wir hier noch? Syba. Gasvorkommen entdeckt. Mhm. Gut, dann waren wir wahrscheinlich hier deswegen hier. Phoenix. Hier, die Pinakel-Station. Deswegen sind wir da. Und trotzdem kann man hier noch schnell erkunden. Seltenes Element entdeckt. Samarium. Dann nehmen wir dich. Du hast gar nichts. Und Tau. Ach, hier könnte ich landen. Okay, das mache ich vielleicht später. Mal gucken. Dann haben wir hier die Station. Was ist hier?
Leichtmetallvorkommen Kobalt. Und der letzte? Ach, da hinten. In Taizai. Aha, da ist auch nichts, okay. Gut, wie ist der Planet hier? Tuntau. Mal notieren, den werde ich mir anschauen. Binnacke Station ist eine auf einem Asteroiden befindende turianische Raumstation, die ursprünglich von den Turianern als getarnte Kommandozentrale während des Kroganischen Rebellion eingesetzt wurde. Sie wurde zur militärischen Trainingseinrichtung für alle Elite-Sondereinsatzkommandos des Rats umgerüstet. Der Kampfsimulator der Station ermöglicht es dem Teams, unter verschiedene gefährliche Bedingungen zu trainieren. Schauen wir uns mal an. Ist das nicht Commander Shepard, der menschliche Spectre? Meinetwegen. Spectre hin oder her. Es macht immer Spaß, Menschen im Simulator verlieren zu sehen. Ah ja. Wie bist du denn drauf? Belästigen Sie Ahern, Mensch. Ich bin im Dienst. Commander Shepard? Mhm. Einer höflich, einer scheiße. Ah, Commander Shepard. Willkommen auf der Pinnacle Station. Ich bin Admiral Thaddeus Ahern. Wo sind die Tests? Gut, klingt, als wären Sie bereit zu kämpfen. Na klar. Sie werden im Kampfsimulator trainieren. Nach jeder Runde sehen Sie, wie Sie sich im Vergleich mit der Konkurrenz geschlagen haben. Ich werde das ausprobieren. Machen Sie weiter. Mhm. Welche Konkurrenz? Ich habe keine Konkurrenz. Keine Sorge, Commander. Ahern ist schwer zu beeindrucken. Hier ist nix, da ist auch nix. Hier haben wir... Kilburum. Starte den Simulator. Nichts macht mir mehr Spaß. Sie müssen der berühmte Commander Shepard sein. Ich bin Technikexperte Alut Okrin, verantwortlicher Programmierer des Kampfsimulators. Brauchen Sie etwas? Ich habe ein paar Minuten, bis jemand sein Passwort vergisst und heulend zu mir kommt. Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Neue Teilnehmer können nur einfache Missionen wählen, bis sie die Grundlagen gelernt haben. Es kamen Beschwerden von der Krankenstation. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, erobern, überleben oder Jagd? Mein Gott, was ist das alles? Hier, überleben. Ich wähle den Modus überleben. Wählen Sie jetzt ein Level. Wollen Sie Vulkangebiet oder Tropen? Komm, Tropen. Ich könnte Sonne gebrauchen. Ja. Laden Sie Tropen. Gut. Wir geben Ihnen ein paar Übungsgranaten und Medigel. Falls Sie versuchen, eine echte Granate einzusetzen, deaktiviere ich alle Sicherungen des Simulators. Mhm. Es ist wie in der Realität. Sie müssen nur überleben. Überleben ist doch easy, oder? Oh. Das hat bestimmt wehgetan. Was schießt denn auf mich? Hier, du. Oh. Hallo, gehst du in Deckung? Du machst mich, okay. Gut. Ja, jetzt ist das nicht so die Herausforderung hier, ne? Fuzzi, lass das. Ciao. Sorry, Shepard, aber es gibt keinen Preis für die meisten Schüsse. Nicht? Ich gebe mir so viel Mühe. Wie lange das Spielchen hier geht.
irgendwie, ne? Ist das spannend gerade, ne? Das werden Sie morgen spüren. Das glaube ich nicht. Oh. Ja gut, 2 Minuten 49, das muss reichen. Siehst du, ich bin besser als Vidinos und Brühand und wer auch immer. Auch nur, weil ich nicht aufgepasst habe. Na, ist egal. Lassen Sie mich, Vidinos. Ich habe nichts falsch gemacht. Wenn Sie Regierungseigentum manipuliert haben, Bryant, kommen Sie ins Gefängnis. Oh. Schlechter Verlierer? Warum heulen Sie? Verschwinden Sie, Shepard. Das geht Sie nichts an. Vidinos ist einfach wütend, weil ein Mensch seinen Rekord geschlagen hat. Klappe halten, Holo-Jockey. Brian sagt, er hat in den Missionen in verschiedenen Kampfmodi die Höchstpunktzahl erzielt. Er hat eindeutig betrogen. Geben Sie nur weiter so an. Ich zeige Ihnen, was ein Mensch drauf hat. Drohungen? Das ist alles, was ein Mensch kann? Beeindruckend. Ich sage Ihnen was, Shepard. Sie schlagen meinen Rekord und Bryant muss nicht für den Rest des Wettbewerbs hinter Gitter. Zum Teufel. Selbst wenn Sie nur in die Nähe davon kommen, gebe ich Ihnen meine Waffe. Ich mache besser Platz im Trophäenschrank. Sie sind selbstbewusst, Shepard, aber damit werden Sie ihn nicht schlagen. Ich hoffe, Bryant hat was zu lesen. Er wird sehr lange im Gefängnis bleiben. Sehr lächerlich. Sollen wir hier Punktestand überprüfen? Bryant auf Platz 1. Was ist denn das hier? Kampfmodus, auf Zeit, Lagerhaus. Aha. Komm, jetzt machen wir noch schnell. Eine Minute haben wir ja wohl noch. Was wollen Sie? Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Ich bin für Sie da. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, erobern, überleben oder Jagd? Versuchen wir eine der Missionen auf Zeit. Und welches Level? Ich habe das Lagerhaus oder Tropen? Ich wähle das Lagerhaus. Gut. Die Projektoren werden aufgewärmt. Sie können jederzeit anfangen. Na dann. Nehmen wir mal die beiden hier mit. Na los, hier geht es um die Zeit. Was soll ich machen? Verbleibende Gegner 20. Oh, was machst du denn? So, will noch einer hier. Ja. Noch wer? Hinter mir. So, gib mir mehr, gib mir mehr. Schneller, schneller. Natürlich verstecken sich hier irgendwo, ne? So, nehmen wir mal Medigel, damit das hier auch alles richtig ist. Oh, wir müssen uns voll beeilen. Nur Schmerzen, kein Gewinn. Okay, Shepard ist draußen. Beenden Sie es. Wieso bin ich draußen? Deswegen. Nee, 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 das machen wir nochmal richtig. Das machen wir nochmal richtig. Was wollen Sie? Ich möchte den letzten Test erneut versuchen. Die Projektoren werden aufgewärmt, Sie können jederzeit anfangen. Und wir nehmen mal Sie hier mit und ihn hier. Ich glaube, ich habe hier noch eine Waffe. Warten Sie nicht darauf, dass Sie zu Ihnen kommen.